Die Sommerpause ist vorbei, der Herbst hat begonnen. Es wird wieder voll gearbeitet. Das gilt auch für die Politik. Die Volkspartei Niederösterreich präsentierte neue Ideen und Pläne zum Thema Arbeitsmarkt und Wirtschaft als Schwerpunkt. In Dürnstein präsentierte das Regierungsteam der ÖVP Niederösterreich die Bereiche Arbeitsmarkt und Wirtschaft als Schwerpunkte der kommenden Monate. Wir haben in den letzten Monaten einen ganz gezielten Beschäftigungspakt gemeinsam mit dem AMS in Niederösterreich abgeschlossen. Ein Beschäftigungspakt, bei dem insgesamt rund 580 Millionen Euro investiert werden, eben gezielt in jene Bereiche, in denen wir in der Arbeitslosenstatistik besondere Probleme haben. Wir haben viele Punkte im Bereich der Arbeitsplätze besprochen, aber auch im Bereich Landwirtschaft, Energiepolitik und das, was heute Landeshauptmann Dr. Erwin Broll Schwerpunkt Arbeit vorgestellt hat, wie können wir neue Gründerunternehmen schaffen, und das haben wir in den letzten beiden Tagen intensiv beraten mit ganz konkreten Ergebnissen. So will die ÖVP der Digitalisierung in der Wirtschaft unter dem Schlagwort Wirtschaft 4.0 Rechnung tragen. Die Wirtschaft 4.0 ist ein ganz wesentliches Element, und wir machen auch im Bereich der Bildung Akzente, die eine Weiterentwicklung dieses Landes möglich machen. Wir stecken mitten in einer neuen industriellen Revolution, hinlänglich bekannt als Industrie 4.0. Wir in Niederösterreich setzen da aber jetzt ein Zeichen darum, dass wir sagen, nicht nur Industrie, sondern die gesamte Wirtschaft ist eigentlich davon betroffen, und wir sind mittendrin in diesem Umstrukturierungsprozess. Deswegen heißt es bei uns Wirtschaft 4.0, weil wir vor allem auch die Klein- und Mittelbetriebe mitnehmen wollen, sie davon natürlich auch informieren wollen, was kommt denn dazu auf uns, was gibt es denn da überhaupt für Chancen. Und das ist das Wesentliche, die Chancen herauszuarbeiten bei Wirtschaft 4.0. um weiterhin für die Unternehmen es auch zu gewährleisten, dass sie wettbewerbsfähig sind, dass sie auch weiterhin betriebswirtschaftlich gut realisieren können. Und ein weiteres Mittel im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit: Weiterbildung. Hier geht es darum, dass wir auch an die Frau Bundesminister herantreten, um eben in den Lehrplanen dem Rechnung tragen, was heute für Anforderungen sind. In der Frage der Mindestsicherung will die ÖVP Niederösterreich einen eigenständigen Weg gehen. Eine Deckelung bei 1.500 Euro wird angekündigt, sollte es auf Bundesebene zu keiner Einigung kommen. Selbstverständlich geht es auch darum, für Gerechtigkeit zu sorgen und für Gerechtigkeit zu stehen. Wo ganz klar ist, dass jene, die hart arbeiten, auch mehr in der Geldbörse haben müssen als jene, die von der sozialen Unterstützung leben. Das heißt, ein klares Ja für die Unterstützung jener, die Hilfe und Unterstützung brauchen, aber auch zum anderen konsequentes Handeln, wenn Sozialmissbrauch vorliegt. Arbeit und Wirtschaft. Einmal mehr blickt man optimistisch in die Zukunft. Und der Landeshauptmann zeigt die Zielrichtung seiner Regierungsmannschaft mit klaren Worten auf. Nicht zaudern und zögern, sondern klar entscheiden und Schritt für Schritt nach vorne zu arbeiten.